Herzlich willkommen zur Ankündigung vom Projekt Unlimited. Habt ihr jetzt schon gesehen, vor einem guten Monat habe ich hier ein Bewerbungsvideo gemacht, dass ihr euch bewerben könnt. Es ist jetzt soweit. Heute Abend beginnt unsere erste Aufnahme. Hinter mir seht ihr das Rathaus. Für die Leute, die damals Projekt Evolution geguckt haben, erkennen das Rathaus hier von damals noch. Und ich habe das gleiche Prinzip wie damals jetzt aufgegriffen. Und zwar wird das Modpack so ablaufen: Wir fangen hier relativ in Vanille an. Wir haben hier jetzt nur paar Mods drauf, heißt, ihr seht ja auch im Game Mode 1 habe ich hier nur 5 Seiten. Die erste davon ist alleine Vanilla. Wir haben hier Farmwelt, Blockcraftery für Deko-Sachen, Cooking for Blockheads ist eine Erleichterung fürs Essen-System. Extra Utilities ist unser erster Technik-Mod, sage ich mal. Wir haben hier auch Möglichkeiten, Sachen zu speichern, kleine Monsterfarm zu machen. Die Angel Rings habe ich zum Beispiel schon deaktiviert. Genauso wie Spec of Holding, weil da immer Probleme gab mit. Sind halt so ein paar kleine Sachen. Man kann hier zum Beispiel ein ganz kleines Itemlager machen mit Transfer Nodes und Filtern. IC2 ist zwar schon drauf, den Mod haben wir nur komplett gebannt, also die ganzen Blöcke davon, weil wir nur den Tauschomat benötigen. Mit dem Tauschomat wird dann, ich weiß nur gar nicht, wo ich es hinbaue, ob ich unten die Kammer aufmache, dass die Leute hier rein können. Okay. Gut, ich kann jetzt selber gerade nichts abbauen, weil hier die Spawn Protection an ist. So gut. Irgendwo werden wir die Tauschomats hinstellen für Items, die relativ schwer zu kriegen sind, aber dennoch leicht zu ergattern sein sollen. Wie von Astral Sorcery die Rock Crystal Ore. Die sind ja relativ rar und dass hier nicht die ganze Welt umgegraben wird, machen wir dafür zum Beispiel einen Tauschomat hin. Was die Preise dafür sind, kann ich noch nicht sagen. Was wir noch an Mods drauf haben, ist Marley's Doors, das ist ein Deko-Mod. Pam's Harvest Craft ist wieder Essen, dass wir genug Sachen haben zum Futtern. Dann ist noch Projekt Red drauf. Das ist auch so ein kleiner Technik-Automatisierungsmod mit Timern, Endgates, Repeatern, Kabel zu Projekt Red, Schaltkreisen, bisschen Lichter, zum Beispiel hier. Gehen wir mal hier hin. Wie groß ist denn die Spawn Protection? Ach, hier ist ja schon geclaimed, weil dass hier ja der Stadtbereich sein soll und zum Beispiel invertierte Lampen, dass man eine Lampe hat, die immer an ist, ohne dass ein Hebel dran ist vom Projekt Red. Ein paar einfache Maschinen, ein kleines Jetpack, ein paar Kabeln, halt relativ viele Erze, da haben wir auch verschiedene Rüstungen, zum Beispiel Olivin-Rüstung, Saphir und Rubin. Olivin ist eigentlich nur das gleiche wie Smaragd. Dann haben wir noch einen Futtermod drauf. XL Food Mod, um noch mehr Vielfalt ins Essen reinzubringen. Unser erster Lagermod ist dann Jabba. Da ist auch nichts gebannt. Unser erster Magiemod ist hier Astral Sorcery. Dann haben wir auch noch Ipiocraft drin für dekorative Zwecke. Die habe ich ja auch teilweise genutzt, um unseren, wie sage ich das jetzt, Rathausraum zu machen. Wir haben ja hier einen kleinen Audienzraum, den ihr ja dann ab Montag in dem ersten Video seht.
Ich hoffe mal, dass die Stühle reichen. Ansonsten müsste ich noch anbauen. Was haben wir denn noch? Noch mehr Deko von Bibiocraft. Wir haben Biomes of Plenty für ein bisschen mehr World-Generation und verschiedene Bäume. Wir haben auch Computercraft drauf, was aber fast alles gebannt ist, weil da Duplikationssachen gab. Das Einzige, was nicht gebannt ist, ist so eine Mining Turtle, damit man ein bisschen passiv farmen kann. Ackerbau ist von Forestry, da kann man so ein paar Baumfarmen machen. Bienenzucht ist auch dabei, da wir ja Forestry haben, da kann man auch verschiedene Bäume züchten, Schmetterlinge züchten. Ein paar Basic-Maschinen von Forestry und Forge Microblocks, um so Cover zu machen, um ein bisschen was abzudecken. Es gibt halt zigtausend Varianten. OpenBlocks ist drauf, da ich ja den Mod brauche, um ein paar Tanks zu haben und ein XP-Gitter, dass mir die gesammelte Erfahrung speichern können und diese lagern. Weil das Prinzip von diesem Modpack ist ja dieser, wir spielen hier jetzt mit fast 30 Mann, wenn ich es richtig gesehen habe. Und ich werde hier außen ein paar Tanks platzieren und dort Gitter drüber machen. Da können XP gespeichert werden oder gespendet werden. Und anhand der Erfahrung, die wir gespeichert haben, kaufen wir uns neue Mods. Die werden dann alle 2, 3, 4 Wochen, je nachdem, wie viel Level, wie die Abstimmung gelaufen ist, das Modpack erweitern. Wir haben auch Schüssel drauf, was aber noch nicht so richtig läuft, weil die Texturen ein bisschen spinnen. Da muss ich noch mal ein bisschen nachgucken, weil hier die meisten einfach nicht angezeigt werden. Liegt wahrscheinlich aber am Texturenpack oder an dem vorübergehenden Server. Acrycraft ist auch drauf, damit wir hier ein bisschen besser Sachen anbauen können. Wir haben hier auch verschiedene Seeds, was für den Anfang unsere erste Quelle sein wird. Zum Beispiel Pettina, Diamala und die hier kann ich euch mal zeigen. Dieser Seed hier braucht unter sich Kies und ein Zinnerz und dann generiert der hier halt Tin Nuggets, also Zinn Nugget. Der hier kann dann Diamant Nuggets züchten, der hier kann Smaragd Nuggets züchten und die, wenn man 9 Stück hat, kann man die auch zusammenpacken. Das ist dann so eine kleine passive Farm. Und was wir noch drauf haben, ist Underground Biome Structure, dass wir hier sehr viele verschiedene Texturen besitzen und nicht nur immer den einen gleichen Bruchsteintyp haben, weil normalerweise ist ja immer ein bisschen Andesit, Stein, Granit, Diorit gemischt. Und jetzt ist es halt so. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg, ist irgendwo eine Kluft gerade hier. Zum Beispiel hier sieht man es ganz gut. Hier ist normaler Stein, hier ist Limestone und Vorführeffekt in der Höhle ist gar nicht so was generiert worden. Fliegen wir ein bisschen weiter weg. Zum Beispiel durch Projekt Red entstehen hier auch so Vulkane. Hier zum Beispiel Blue Sheet oder Blue Schist. Das sind dann einfach, ist auch Cleanstone, es ist nur eine veränderte Optik. Hier ist zum Beispiel Lignite. Aus dem Lignite, wenn man das abbaut, brockeln dann hier so ein paar kleine Kohlestücke raus. Die kann man dann nutzen, um Sachen zu verbrennen oder um Strom zu generieren. Und ab Montag werden Videos dazu kommen. Wir haben 15 oder 20 YouTuber, die dann ab Montag auch alle verlinkt werden unten. Und ich hoffe, euch hat das kleine Infovideo gefallen und
Wir sehen uns dann am Montag im ersten Video. Bedanke mich fürs Einschalten und bis Montag. Wiedersehen.